Was würde es für dich, für deinen unternehmerischen Erfolg bedeuten, wenn deine Umsätze sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen oder sogar verzehnfachen? Nun, wenn dich das motiviert, dann bist du heute hier richtig zum Thema, wie funktionieren Zusatzverkäufe am besten. Mein Name ist Daniel Schiefer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ja, wir verkaufen natürlich auch selbst, aber wir helfen vor allen Dingen unseren Klienten dabei, selbst erfolgreich im Verkaufen zu werden. Und beim Verkaufen gibt es eine große Welt, eine große Bandbreite von Meinungen, was gut ist oder schlecht ist oder Verkaufen gut oder schlecht ist. Und ich glaube, es ist beides vorhanden. Es gibt die Verkäufer, die letztendlich nicht das Ziel haben, Probleme anderer Menschen zu lösen, sondern zunächst mal die eigene Tasche zu füllen, was für diese Menschen dann ein Problem darstellt. Und ich möchte dich einladen, hier das Ufer, die Sichtweise zu wechseln und zu sagen, deine Aufgabe ist, Probleme anderer Menschen zu lösen. Aber es gibt einen kleinen Punkt, wo sich viele gar nicht trauen, Zusatzverkäufe abzubilden. Ich habe dir dafür eine kleine Geschichte mitgebracht, um das dir nahezubringen, wieso es so wichtig ist, dass du Zusatzverkäufe generierst, und zwar nicht nur, um betrieblich mehr Umsatz und Gewinne zu haben. Denn es gibt einen Leitsatz, der sagt Folgendes. Die Menschen wissen in der Regel nicht, was sie nicht wissen. Menschen wissen nicht, was sie nicht wissen. Und du als Verkäufer, als Berater, als Dienstleister, du solltest das Wissen haben, was ein Kunde braucht. Wenn du Zahnarzt bist, nun, dann solltest du vielleicht erklären, dass, wenn die Füllung gerade gesetzt worden ist, dass sie in den nächsten 30 Minuten nichts essen. Oder, dass wenn sie Prophylaxemaßnahmen regelmäßig machen, alle 6 bis 12 Monate, dass die Anzahl der Zahnsubstanzreduktion zurückgeht, dass sie weniger Karies haben. Und das ist auch eine Zusatzinformation. Und hier gibt es ein kleines Prinzip von einem Menschen, der in einen Laden hineingegangen ist und der wollte einen Angelhaken kaufen. Und glücklicherweise war hier ein kompetenter Berater vor Ort, der zugehört hat und der Fragen gestellt hat. Der normale Anfängerverkäufer würde sagen, Sie wollen einen Angelhaken, oh, ich habe gleich Dienstschluss, hier ist er, macht 5,50 Euro. Wir hatten aber hier einen Profi und der Profi hat gefragt, das ist ja spannend, ein Angelhaken. Darf ich fragen, was Sie mit dem Angelhaken wollen? Ja, also ich möchte jetzt doch endlich mal meinen Traum erfüllen. Ich möchte jetzt zur Nordsee, ich möchte einen Strand, ich möchte jetzt Meerforellen, Seeforellen, eine spezielle Forellenart fangen. Und der Berater hat gesagt, aha, und dazu brauchen Sie einen Haken. Ja, habe ich mir so gedacht. Er sagt, es könnte sein vielleicht, dass ein anderer Köder viel besser ist. Zum Beispiel ein Blinker. Ja. Oder eine Attrappe eines Fisches, also anderer Köder. Na gut, dann kaufe ich nicht den Haken, sondern obwohl ich will ja auch normal Forellenangel gehen, hier im Süßwasser, aber dann nehme ich doch mal diesen Blinker. Okay, dann hat der Berater etwas ganz Gemeines gemacht. Etwas sehr Effektives, was viele Menschen gar nicht sich trauen. Er hat die nächste Frage gestellt. Darf ich denn fragen, wo Sie Ihren Blinker ranhängen? Also, was für einen Angel haben Sie? Naja, ich habe da mal eine geschenkt bekommen, meine Frau hat die von Lidl und so weiter mir gekauft, war recht billig, 25 Euro. Und hat dann der Berater gesagt, also wissen Sie, wenn Sie hier draußen auf dem Meer stehen, viel Geld investiert haben für Anfahrt, Unterkunft und so weiter und auch einen guten Blinker haben, und wissen Sie, wie Sie sich dann fühlen werden, wenn Ihre Sehne reißt oder die Rolle zerstört wird? Ja, stimmt, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wollen Sie denn mal die wichtigsten drei Produkte erleben, die dann auch die Meerforelle auch rausholt? Ja, klar. Und zack, hat dann der Verkäufer hier noch eine tipptopp geeignete, gute Angel auch genommen, um auch auf Raubfischjagd zu gehen, die also eine Sehne hat, die auch richtig gut hält. Ja, und was hat der gute Berater, Verkäufer weitergemacht, der die Frage stellt, okay, darf ich dann fragen, wie Sie dann aufs Wasser kommen? Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, weil da ist ja nur ein Steg und nee, was haben Sie denn für Vorschläge? Ja, also normalerweise, wenn Sie auf Meerforelle gehen, ist das so, dass Sie dann auch ein Boot noch nutzen können, um dann an die Stellen zu fahren, wo mich die ganzen Angler, die neben Ihnen rechts und links wahrscheinlich die Häuser gemietet haben und Ihnen dann am Ufer stehen, wo Sie sich dann im Wettbewerb befinden. Mit dem Boot können Sie ganz bequem an die Stellen rausfahren, wo keiner ist, da haben Sie Ihre Ruhe und Sie können die besten Meerforellen angeln. Und der Kunde überlegt kurz, sagt, stimmt, also finde ich spitze, kaufe ich auch, wie viel kostet das? Ja. Gut, nächste Frage wäre jetzt nicht vom Verkäufer, hurra, ich habe jetzt hier eine Angel und ein Boot verkauft. Nein, die nächste Frage war immer noch lösungsorientiert, um herauszufinden, weiß der Kunde überhaupt, was er braucht? Und gefragt, okay, wenn Sie jetzt dieses Boot haben, darf ich fragen, wie Sie das zur Küste bekommen? Ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, da brauche ich natürlich einen Anhänger.
Zack, also gab es hier dann noch einen Bootsanhänger, wo das Boot raufkommt und transportiert werden kann. Ja, du ahnst schon, was die nächste Frage war. Die nächste Frage war, wenn Sie jetzt gerade mit Auto hier sind, darf ich kurz fragen, ob Sie an Ihrem Auto eine Anhängerkupplung haben oder nicht? Nee, also ich habe hier nur so ein Smart und also da kann ich selbst gar keine Anhängerkupplung ranbauen. Also eigentlich, es ist sowieso mein Traum. Gut, dass Sie heute mich ansprechen, Herr Verkäufer. Ich wollte mir sowieso ein SUV kaufen und der kann natürlich auch gleich eine schöne Anhängerkupplung haben. Dann kann ich dann also meinen Anhänger ranlegen, das Boot drauflegen, meine Sachen reinpacken und ich kann wunderbar meinen Urlaub genießen und meinen Traum von Meerforellenfischen erfüllen. Nun, ich hoffe, du hast so ein bisschen das Prinzip verstanden von Zusatzverkäufen. Das Prinzip ist nicht, in deinen Laden zu gucken, was muss alles weg. Nein, nicht das gilt es dem Kunden zu verkaufen, was du brauchst, um mehr Umsatz zu machen, sondern das Geheimnis dahinter ist, sich mit der Welt, auf die Welt des Kunden einzulassen, zu erfragen, was motiviert ihn, was wünscht er sich, was braucht er, was treibt ihn an und ihm dann dabei zu helfen, diese Probleme zu lösen, seinen Wunsch zu erfüllen. In dem Fall war es, am Meer endlich mal die Früchte seiner Arbeit zu genießen und in Ruhe ohne andere Menschen Meerforellen zu angeln. Und da ist natürlich ein super Boot mit einer super Angel, einem guten Köder, genauso gut geeignet, aber auch ebenso wichtig wie dann der Trawler, der Transporter für letztendlich das Boot. Das bedeutet also ganzheitlich, sich vorzustellen und eine Lösung zu liefern. Das ist, was Zusatzverkäufe super leicht macht. Das bedeutet aber auch, dass du deine Welt verlässt oder dir nur Gedanken machst, was du heute verkaufen musst, sondern dass du verstehst, wie die anderen Menschen ticken, was sie brauchen, was sie wünschen und vor allen Dingen auch herausfindest durch Fragestellungen, was der andere noch gar nicht weiß, dass er nicht weiß. Zum Beispiel, dass er auch das richtige Auto braucht und nicht nur einen Angelhaken. Wenn du also selbst erfolgreicher werden willst, mehr verkaufen willst, nun, dann lade ich dich ein, dich mit dem Menschen mehr auseinanderzusetzen, der dich bezahlt, der dein Chef ist, nämlich dein Kunde. Herauszufinden, wie ist die Kundenwelt, die Community, in der er lebt, seine Vorstellung, seine Don'ts und Do's, seine Wünsche, seine Probleme, die er hat und das herauszufinden, zu lernen, was er schon gemacht hat und was ihm noch fehlt. Das sind Coaching-Techniken, Coaching-Fragen. Also das auch in dein Verkaufsgespräch einzubauen, dein Team danach auszubilden, dass die in der Lage sind, den gesamten Prozess von der Idee des Kunden, die er hat, dann zur Lösung auch zu gestalten. Und wenn du Menschen dabei hilfst, begleitest, was ein Coach macht, also wenn du so verkaufst, wie ein Coach auch einen Prozess begleitet, nun, ich glaube, die Menschen werden dir hinterherlaufen. Du wirst eines Tages die Tür aufmachen von deinem Laden oder deinen E-Mail-Postkasten und dann laufen sie über die Anfragen. Da stehen sie vor der Schlange. Die Menschen sagen, ich habe gehört, hier wird mir wirklich geholfen. Sie wurden mir weiterempfohlen, weil sie echte Problemlösung gemacht haben. Na klar, gehört auch dazu, mal Nein zu sagen. Wenn dir also mit deiner Angel zum Beispiel in der nächsten Pfütze nur angeln will, ihm auch zu sagen, also haben Sie schon herausgefunden, ob da Fische sind. Es gilt also auch hier, den Kunden so zu beraten, dass er seinen Wunsch auch erfüllen kann. Und dazu gehört es auch mal, Nein zu sagen oder ihm zu empfehlen, dieses Produkt nicht zu kaufen oder nicht zu kaufen oder abzuwarten oder zur Konkurrenz zu gehen. Zusammengefasst also ist erfolgreiches Verkaufen eine höchst ethische Aufgabe, anderen Menschen dabei zu unterstützen, ihre Probleme zu lösen, ihre Wünsche zu erfüllen. Und je mehr du das machst und je mehr du dich in die Welten der anderen einlässt und Zugang bekommst, nun, desto genauer, desto chirurgischer, genauer werden deine Eingriffe, deine Angebote da in den Welten der anderen die Probleme gelöst zu haben. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir den Erfolg dabei, den du dadurch verdienst. Solltest du Fragen haben, kostenfreies Erstgespräch wünschen, um deine Verkaufsprozesse, deine Leistungsangebote, deine Funnels zu optimieren, dich zu optimieren in der Kommunikation, nun, dann kannst du gerne den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch nutzen. Gerne darfst du aber unseren Kanal abonnieren oder uns weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.